So, und da sind wir wieder bei From Dust. Ja, wir haben dieses Gebiet Zornige Erde soweit ganz gut überstanden, möchte ich behaupten. Wir haben Knallpflanzen benutzt, wir haben Gebiete gesprengt. Ja. Allgemein eine angenehme Karte, voller lustiger Überraschungen, Waldbrände, Überflutungen, Vulkanausbrüche, alles, was das Terroristenherz so begehrt. Ja, ich sehe gerade noch ein letztes Totem. Diesen Stein wollen wir noch unbedingt haben. Was aber auch keine größere, ja, Herausforderung sein sollte. Wir haben unendlich viel Erde und wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir hier den Rand frei halten und nicht die Pflanzen direkt an die Lava bauen, dann haben wir hier keine Brandprobleme und nichts. Also alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist prinzipiell Leertaste drücken. Und zwar ungefähr zweimal. Hier. Wir holen uns die Bonuserinnerung neben dem Raupentier. Ding. Und hier. Ein leicht zugängliches. Also, ich meine, es ist quasi direkt zugänglich vor uns. Also. Alles, worauf wir achten müssen, ist wirklich hier regelmäßig Leertaste zu drücken. Mehr ist das nicht. Ja, aber wir haben ja alles. Von daher würde ich sagen, wir können gehen. Dam, dam, dam. Hätten noch Wasser gefrieren nehmen können zusätzlich, ja. Aber mit unendlich Erde kann ich eigentlich schon ausreichend gut arbeiten. So, und da wir wieder mal einen Folgenanfang direkt hier haben, aus dem Nichts, neue Karte Aufgabenmodus. D'Aberdiri di Sana, ce bois des tapis que Balanquini a là. Wir sind hier allein, inmitten einer weiten Ödnis. Alles beginnt mit dem Odem, und ein Koloss erwacht. Hilf dem Stamm, sich hier niederzulassen und nutze alles, was die See zu bieten hat. Ja, das kriege ich hin. Das hier drüben scheint mein erstes Dorf zu sein. Dann nutze ich doch direkt mal, was die See zu bieten hat. Und bin mir darüber im Klaren, dass wir auf jeden Fall Sand sichern müssen. Sand, Sand, Sand. Sand, Sand, Sand. Ja, dieser Vulkan wird echt noch, sagen wir, Grundlage für vieles. Also eigentlich für alles. Ja, Ausdehnung. Sehr schön. Erstmal größere Grabweite. Also mehr Material sammeln. Ist immer gut.
Aber ich benutze es halt sehr selten. Was auch so ein kleiner Fehler vielleicht ist. Aber mehr sammeln würde nur heißen, dass ich schneller spielen kann. Ich will ja nicht unbedingt schneller spielen. Ich will ja Spaß bei der Sache haben. Die habe ich. Den habe ich. Den Spaß. Der, die das. Okay, wir sammeln den Sand hier nochmal ein. Viel Wasser liegt hier rum. So. Andererseits, so wichtig ist der Sand auch nicht. So, pudern wir das Ganze nochmal ein. Hier Lava. Jetzt nehme ich mir die hier. Jetzt ist mir egal. Solange sich hier Berg anhäuft. Die Lava wird sicher wieder unangenehm. Aber es könnte gut sein, dass ich in dieser Karte die Ausdehnung benutze. Ja, wenn wir lange genug spielen, ist das Ganze hier nur noch ein Kampf gegen die Lavamassen. Deswegen werde ich mich auch schon früh damit beschäftigen, es zu versuchen, in die richtige Richtung zu lenken. Ist das schon? Nein. Aber es wird gegen Ende sowieso mit Sprengpflanzen eine Richtung geschaffen, in die Lava abhauen muss. Flop. Das war zu viel. Kleinkram. Sand. Jo, endlich. Wir beschäftigen uns währenddessen schon mal damit, das nächste Dorf begehbar zu machen. Hier hinten irgendein Goodie? Nein. Dann werde ich von Anfang an. Die Schamanen haben der See gelauscht, spüren ihren Zorn. Ihre wiederholten Angriffe rufen einen Giganten hervor, der sich vor unseren. Hüte dich vor Tsunamis. Ja. Genau. Der Rhythmus der Tsunamis ist mir erstmal unglaublich egal. Jeder Tsunami ist für mich tödlich. Und gefährlich. Ups.
Ja, das Gebiet ist ja doch größer, als ich dachte. Ich dachte, wir haben nur einen Berg, aber wir haben ja sogar zwei Vulkane. Ganz besonders wichtig, holt euch den. Steinchen. Vier Minuten bis Tsunami. Wo ist dein Problem? Stehst auf einem riesigen Sandberg. So, jetzt quatsch den Geistern kein Schnitzel ans Ohr, hau rein. Wir haben hier in gut 4 Minuten eine Komplettüberschwemmung. Man merkt, ich bin einigermaßen panisch. Unruhig. Rest wird mit Sand aufgefüllt. Und zwar genau so viel Sand, wie wir irgendwie auftreiben können. Na, trommelt schon mal. Eine gute Vorübung. Ist angeblich jemand hin unterwegs? Zur Hilfe! Ja, wir bräuchten mehr Sand. Hier drüben ist noch ein Sandberg. Oh, Wasser! Eine Wasserquelle! Das ist doch mal was Schickes. So. Darfst dich bewegen. Und wir haben nur 3 Totems zu holen. Wasser gefrieren. Schon mal eine gute Sache. Prinzipiell nicht falsch. Eine nice to have und so. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Noch ein ganz klein bisschen Ausdehnung. Ja, damit hat das zu reichen. Oh, weia. Ganz paar. Röckchen. Ja, nee, abbrechen hier. X.
Wasser gefrieren ist zwar eine schicke Idee, aber wir müssen jetzt erstmal den Tsunami abwarten. Und da kommt er. Ich nehme dann mal so lange. Ein bisschen Lava mit. Hier ist nämlich noch eine Kleinigkeit, die ich haben möchte. Unendliche Erde. Das wird wahrscheinlich, sagen wir so, es wäre wahrscheinlich das nächste Tote, was ich mir holen würde. Wäre nicht das andere schon freigelegt und fertig. So, hier drüben ist eine Wasserquelle, die immer mehr Erde ausspuckt. Das gefällt mir. Dann holt euch mal das. Ja, da gibt es ein kleines Problemchen. Wir scrollen mal ran. Okay. Die letzten 2 Meter versagt er jetzt. So, dann haben wir das schon mal gut geholt. Das ist noch ein Knallbaum, der ist wichtig. Stamm. Eine Stammeserinnerung zum Thema Stamm. Klingt ja auch schon mal vielversprechend. Ja, da liegt noch ein Tropfen Wasser. Nee, da kriegen wir nasse Füße. So. Ja, hier kümmert sich das selber drum. Das Tor will begehbar sein. 3 Minuten, in den 3 Minuten wollen wir den Tsunami auf jeden Fall umgehen. Beziehungsweise zuvorkommen. Wir sind so zuvorkommend heute. Ja, da darf ich wieder eine Lava nutzen. Und damit ist die Folge zu Ende. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, wir machen natürlich dann gleich weiter. Also da ist ja hier nicht mehr viel so zu holen. Wir werden uns noch ausgiebig um das Pflanzenwachstum kümmern und ja. Ich freue mich schon auf das unendliche Erdtotem. Dann kann ich mich nämlich da auch richtig austoben mit Pflanzenwachstum und allem. Sagen wir alles. So, Wasser gefriert, ist eine schöne Sache. Ja, ich sag dann mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.